now. Maybe we can look for them on the way to the river. I need to focus on we the need boat. To focus on finding a boat right now, Clem. Like we talked about on the train, remember? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? Naja, eigentlich wollte ich dich mitnehmen, aber irgendwie, ne. Okay. That's not how it is, Ben. Hoffentlich klappt das diesmal. Stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone, anything or genau. anyone tries to get inside this house, you shoot him. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Okay. Good. Mann. Der ist immer noch ein großer Dreckhaufen. Das verbuddelt sich nicht von alleine. Gott, Mann. Aber muss ich sagen, sehr, sehr interessant, dieser kleine Story. Infected. Schön, dass das da steht. Sonst scheint ja aber nichts zu sein, ne? Was ist denn das? Hazard. Irgendwelche Schilder, die aufgestellt worden sind. Aber ziemlich krass. Kenny, ganz sachte. Nicht so böse reinschauen, das bringt uns jetzt ja auch nicht weiter. Immer schön mit einem Happy Face, dann kommt die Happiness auch zu einem. Von daher. Könnt ihr eigentlich überall irgendwas finden, aber ein bisschen Glück gibt es ja in Drugstore. You think we're safe at the house? You think everyone's safe back at the house? Safe as anyone can be these days, I guess. I just hate leaving Clementine alone. As if walkers weren't bad enough, now we got this crazy motherfucker on the radio. Won't be a problem once we get out on the water. River's just a few blocks up ahead. Oh, schon. Kann man das nicht irgendwie mal ausstellen? That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. So it's further on. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Okay. Oh, könnte dieses dämliche Overlay mal verschwinden. What in the hell is going on? Das freue ich mich auch. Ah, maybe they're doing us a favor. I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. So, na dann. Die ziehen wahrscheinlich die ganzen Zombies zu der Glocke, um dann irgendwo anders hinzugehen. Ein ziemlich guter Plan eigentlich. Was man auf alle Fälle bei der Zombie-Apokalypse braucht, ist irgendeine lange Schlagwaffe. Ein Stab oder sowas. Aber Schaufel wird schon wahrscheinlich immer helfen. Mistgabel ist dagegen doch nicht so hilfreich. Joch. Da. Oh, time for Plan B. Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a Plan B. Oh, this is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Screw you. Oh, I ain't giving up that easy. Kenny, Kenny, Kenny. Vor allen Dingen, wieso sind hier die Boote abgesoffen? Das freue ich mich eigentlich noch am meisten. Wie kann das Ding einfach so untergehen? This one might still be salvageable. You better be right about this. You better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. Okay. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Ja, braucht man dazu nicht irgendwie Kleingeld oder sowas? Für diese dämlichen Dinger. Das hat mich immer am meisten gestört. Okay. Was gibt's denn hier vorne?
Eventuell noch mal mit, kurz mit Kenny reden hier. I'll just have a look around, okay? Ja, okay. Dem geht's wahrscheinlich nicht so gut. Naja, das Boot sieht mir ein bisschen abgesoffen aus, ne? Someone must have been trying to back their boat into the water. Things didn't go as planned. Jetzt verstehe ich's. Habe ich gewundert, warum hier alles irgendwie abgesoffen ist und alles, aber na gut. Newsstand. Mit ein bisschen Glück gibt es eventuell noch irgendwelche schönen, interessanten Sachen hier. Was haben wir denn? Cash register. Not much use these days. Ja, also dann. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, das ist ein Stoppschild. Oder irgendwelche Bretter. Sehr interessant. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Mhm. Naja, schauen wir mal weiter. Ich gehe mal fast davon aus, dass mir dieses... Oh mein Gott. Das ist deswegen doch krass, du. Respekt. Fuck. Is this meant to be some kind of warning? Alter. Do something like this. Meine Fresse, Respekt, du. Die werden wir mal nicht erschießen hier. Das bringt uns nämlich nicht. Und vor allen Dingen, muss doch irgendwas bedeuten, ja? Also, komm schon. So, was haben wir denn hier? Schauen wir uns das nochmal an. Oh, Mann. Das erinnert mich an, oh, wie heißt das denn? Vlad Dracul Tepesh. Okay, also da sollten wir eventuell... Alter! Nicht langlaufen. Es kommt vielleicht doch nicht so ganz gut. Hierfür brauchen wir mal Kleingeld. Das ist ziemlich behindert. Hier sind Bretter. Stay out, stay out. Als ob ein Schild nicht reicht. Great. Needs a quarter to work. Ah, was habe ich gesagt? Ah, diese Drecksdinger jedes Mal. Moment, ne? Mit ein bisschen Glück kann man es ja. Damn. Built solid. Yep. Einfach so ranhauen funktioniert ja nicht so einfach, ne? So, also wir haben ja nicht ohne Grund hier so ein Newsstand. Oh, was haben wir denn? Nochmal ein Marking. Mit ein bisschen Glück gibt's ja. Could be military tag. AAJ, mal 1 und 1. 680B, 1 und dann die 2. Hier hinten nix. Vielleicht hat das irgendwas mit den Supplies zu tun. Damit man irgendwas drin findet. Schade. Das wäre jetzt wirklich günstig gewesen. Vielleicht liegt was auf dem Boden. Okay. Wenn wir hier jetzt vielleicht ein bisschen weiter nach rechts gehen, vielleicht gibt es da was. Markings, hier lässt sich nichts weiter rausfinden. Wenn wir hier noch ein bisschen weiter gehen, ich glaube, hier gibt es dann nichts mehr. I should probably stick close to Kenny. Genau. It's too dangerous out here. Aber krass, dass sich die Zombies hier nicht rumgedreht haben, als ich hier da rausgegangen bin. Hier sind schon wieder diese Markings hier, das bringt es deswegen auch nicht gerade weiter. Also dann, da könnte Geld drin sein. Sehr gut, na dann, öffne mir das mal. Mit einem schweren Schlaggerät. Einer, wirklich nur einer, also komm schon. Moment mal, gibt es denn hier eigentlich noch weiter rechts irgendwelche schönen Symbole? Was haben wir denn hier? Das wurde aber ganz schön auseinandergenommen. Engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Hat irgendjemand was zusammengebaut? Was ist hier denn? Yep. Alter Schwede. Dass hier alles kaputt geht hier bei der Zombie-Apokalypse, das ist ja Wahnsinn. Hier sind nochmal solche Markings. Also dann, schauen wir mal kurz durch. Vor allem, wir hatten ja... Ich dachte, wir hätten Kleingeld. Genau.
Aha. Ja, von dem Alten hat mir, dachte ich, immer Kleingeld mitgenommen. Ich dächte, wir hätten mehr. Fuck. Na gut. Was ist denn jetzt los? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. Das ist nicht so schön. Ah, hast du das noch nicht gesehen? What the hell is that? Das sind Zombies. A fate worse than death. Okay, na dann. Schauen wir mal durch. Also dann. Sehr schön. Okay, weiter rechts, weiter rechts. Was haben wir hier? Okay, keine Boots, keine Boots, keine Boots. Hier gibt's auch nichts. Da hinten ist was. Schade, lässt sich auch nichts machen. Okay. Nichts und was denn jetzt? Was geht mit dem? Get down. Get down. Was ist mit dem los? Wer oder was ist das? Weiblich, wahrscheinlich. Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Maybe it's just a scavenger. Maybe he's just another scavenger like us. Yeah, and maybe he ain't. Maybe he's that fucker on the radio's been messing with Clementine's head. Don't nee, wahrscheinlich know? Nicht. Because I want to know. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. Der andere hat den Anzug an, der hier nicht. Nein. Wollen die nicht. Wir wollen den echt nicht umhauen hier. Okay, na dann. Sag mal, wo. Ich wollte eigentlich nach rechts gehen, aber na gut. So. Oh, jetzt hat er sich geduckt. Das ist ziemlich mies. Okay. What the? Wo ist denn der hin? Alter, ist der gut! Oder die. Au! Hey! The fuck bist du denn? No. Clem? Clem? Okay. Jetzt wird's sehr interessant. You're not from Crawford. Nee. Und wer bist du? You're not the guy on the radio. You're not the guy on the radio. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Not a guy at all. Full marks for observation. Kenny, ich glaube, die brauchen wir nicht. Kenny, it's, no, it's not our guy. Oh, na klasse. No, he's with us. Das gibt's doch nicht. Aber die ist gut, muss ich sagen. Yep, wir sollten gehen. Auf alle Fälle. Who the hell are you people? I ask you first. I ask you first. The name's Molly. Oh, hello Molly. I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. Okay, das gibt's doch einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. You guys really aren't from Crawford, are you? Wieso? I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. Ah. What the hell happened here? Ja, was ist da bitte passiert? Eine Nuke oder was? Ja, eigentlich schon. When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Mhm. Why?
Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Vielleicht sehen wir anders aus. Because there are no children in Crawford. Not anymore. Oh. Why no children? No children. Why not? No children. No elderly, no one with an advanced medical condition. Oh. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. Das ist ja ziemlich That's mies. How they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Das ist deswegen schon gemein. Well, just the opposite, when you think about it. Und was ist da passiert? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah, anyone who got sick, anyone too old, oh. Anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. Mehr oder weniger verständlich, aber mies. Everyone in Savannah knew. Mm-hmm. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Ziemlich mies. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass die bei uns war? Naja, who's been ringing those bells? Been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. Und wieso? I knew it. Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us. Get that finger out of my face, Grandpa. Straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yep. Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the yep. dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you